Hallo, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Ein neuer Tag für eine neue Folge Aesthetic Possibilities. Heute mit einem Fall. Ein Patient aus Nürnberg hat uns besucht und er hat sich ein schöneres Lächeln gewünscht. Er kam über mehrere Termine auch schon vorab zu uns. Es hat vorher eine Sanierung stattgefunden, weil einfach auch viele Zähne teilweise kariös waren. Viele Zähne mussten auch entfernt werden. Und der Patient stellte sich dann eben im weiteren Behandlungsverlauf eine Verbesserung seiner Ästhetik vor und ist mit diesem Wunsch eben an uns herangetreten. Stefan hat auch 4-mal implantiert und so haben wir das dann ganz umgesetzt, dass der Patient eben nicht nur Veneers und Kronen bekommen hat, sondern eben auch darüber hinaus Veneers. Und ich zeige euch jetzt mal, wie der Patient sich bei uns vorgestellt hat. Also, ihr seht schon, es ist ein Herr und es sind relativ schmale Zähne. Es sind relativ filigrane Zähne und er stellte sich eben vor, dass es A von der Optik her schöner wird, sprich, dass man hier eben dieses ausgebrochene oder auch hier diese ausgesprengten Kanten, dass man das eben behebt und eben für eine bessere Ästhetik sorgen kann. Hier seht ihr das jetzt nochmal in der Gesamtansicht. Also ihr seht schon im Oberkiefer rechts, das war eben nach unseren ersten Sanierungsterminen, wurden Zähne entfernt und Implantate bereits gesetzt. Hier oben seht ihr noch einen Gingiva-Former. Auf der linken Seite seht ihr auch, dass da eine Lücke besteht, weil hier hinten ist ein natürlicher Zahn noch von ihm. Und im Unterkiefer sind die Zähne eben auch so relativ angegriffen schon. Also man hat so diese Fluorosen, die hier auch schon leicht eben in Kariesbefall umschwanken. Und eben auch ein lückiges Gebiss im Unterkiefer. So, und dann haben wir uns eben an die Arbeit gemacht und haben nach umfangreicher Planung und Besprechung mit dem Patienten sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es eben im Oberkiefer mit Veneers realisieren können. Jetzt sieht es natürlich hier, das ist jetzt die Retraktionsgeschichte mit den Fäden, wo eben das Zahnfleisch so ein bisschen zurückgedrückt werden muss, damit man einfach da auch keine Blutung hat und damit das Labor es dann nachher bei der Arbeit auch einfacher hat, weil es nämlich die Präparationsgrenzen besser sieht. Jetzt sieht es ja schon relativ umfangreich aus von der Präparation. Wenn man das jetzt mal hier mit dem Unterkiefer vergleicht, also hier im Unterkiefer sieht man ja im Zwischenraum eigentlich immer noch die Schmelzbegrenzung nach hinten. Das fehlt jetzt hier oben ein bisschen, weil wir einfach aufgrund der bereits gefüllten Zähne den Präparationsrand ein bisschen mehr nach Palatinal, also sprich an den Gaumen legen mussten. Deswegen auf den ersten Blick könnte man annehmen, es sind Kronen, die hier eingesetzt werden später. Es sind aber tatsächlich Veneers. Nur wir mussten eben aufgrund der ausgedehnten Füllungslagen zum Teil den Präparationsrand da ein bisschen weiter nach hinten legen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier kurz vor dem Abdruck entstanden. Da legen wir immer den Faden unter das Zahnfleisch und sorgen eben somit dafür, dass das Zahnfleisch A zurückgedrängt wird und eine mögliche Blutung auch durch das Mittel, in dem die Fäden eingelegt sind, gestillt wird. Der Unterkiefer im Seitenzahnbereich blieb unversorgt. Das heißt, wir haben also wirklich nur hier vorne von 3 nach 3 die Veneers gehabt. Hier oben von 3 nach 3 die Veneers. Beziehungsweise hier drüben kam, auf den Vierer kam auch noch eins. Und dann im hinteren Bereich hatten wir dann eben die Versorgung mit den Implantaten. Und so sah das Ergebnis dann aus am Ende. Und da seht ihr jetzt also schon, es ist jetzt also hier erstmal von der Lage zur Lippe her hat man jetzt hier wirklich einen harmonischen Zahnbogen. Hier liegt der Eckzahn so ein bisschen drauf. Das mag jetzt auch, wir haben es betäubt zum Einsetzen. Das ist auch immer nochmal dann so eine Frage. Aber ansonsten sind die Zähne jetzt alle schön proportional. Das heißt, wir haben jetzt hier schöne, große, auch einem Mann entsprechende Frontzähne, die eben sein ganzes Lippenbild hier so ein bisschen füllen und wir eben somit für eine richtig schöne Optik sorgen konnten. Hier nochmal freigestellt das Ganze im Unterkiefer, wie gesagt, kurz nach dem Einsetzen. Da blutet es meistens dann eben ein bisschen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das Zahnfleisch erholt sich da komplett und es braucht meistens nur gerade mal eine Woche vielleicht. Und so konnten wir diesen Patienten dann glücklich machen. Hier seht ihr es jetzt nochmal in der direkten Gegenüberstellung. Also vorher die Zähne eben viel zu klein, viel zu, auch von der Form her, so. Es wirkte eben nicht sehr schön. Und auch hier der Eckzahn sehr spitz. Und durch die Veneers jetzt eben und aber auch durch den Zahnersatz jetzt hier im Seitenzahnbereich, Implantat getragen eben, konnten wir diesen Patienten zu einem schönen Lächeln verhelfen. Schreibt in die Kommentare, wenn euch dieser Fall gefällt oder wenn ihr Kritik äußern möchtet, wenn ihr vielleicht selber in der Situation seid, wo es euch auch betreffen könnte, wo ihr vielleicht auch
fehlende Zähne im Seitenzahnbereich habt oder ihr generell mit Form und Farbe eurer Zähne nicht zufrieden seid, schreibt uns einfach in die Kommentare. Und ansonsten lasst ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal, wenn es heißt, ein neuer Fall für Aesthetic Possibilities. Macht's gut!